Meine Damen und Herren, heute Abend sind Sie eingeladen bei uns zu einer Geburtstagsfeier. Herzlich willkommen. Ein großer Schauspieler, ein Mann, den Sie alle lieben und mögen, über den Sie geschmunzelt haben und gelacht, der Sie aber auch zu Tränen rühren konnte, feiert seinen 90. Geburtstag. Heinz Rühmann. Die Geburtstagsparty findet hier im Münchner Prinzregententheater statt und viele prominente Gäste werden ihm gratulieren. Hier auf diesem Stuhl wird gleich Heinz Rühmann Platz nehmen und ich sitze auf dem Stuhl von Frau Rühmann, den ich aber jetzt schleunigst räumen sollte, denn wir fangen gleich an. Noch ein Tipp, meine Damen und Herren, am Schluss der Sendung singen wir alle gemeinsam Happy Birthday und es wäre doch schön, wenn Sie zu Hause mitsingen würden, denn schließlich sind Sie ja eingeladen. Auf dem Weg. Als Maigret. Pater Braun. Der Uniform scheint er selbst nicht zu trauen. Als Kapitän und als Clown und im Ringkampf mit Fröme, als eiserner Gustav, der Mann, ignoriert jeden Baum nah und dann. Und gleich sehen Sie's genau, unser Mann ist auch reizend als Frau. Heute wird es da genau 90 Jahre. Herzlichen Glückwunsch! Harald! Also. Guten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer zu Hause, auch in Österreich, auch in der Schweiz. Ein Haus voller Prominenz. Man hat mir gesagt, goethischen Sinne, den lieb ich, der Unmögliches begehrt, ich solle mich kurz fassen. Ich wollte, ich könnte. Ich kann schweigen oder ich muss reden. Heute muss ich nicht nur reden, heute darf ich reden. Man sieht ja manchmal mit Bedenken, was in der Zeitung bei einem geschrieben steht. Aber heute hat es einmal gestimmt. Da stand, es wird für Kuli eine Ehre und ein Vergnügen sein, diesen Abend moderieren zu dürfen. Und es stimmt. Es ist mir eine große Ehre und es ist mir auch ein Vergnügen. Wir haben das Haus, wie gesagt, voller Prominenz. Sie alle einzeln zu begrüßen, würde also den Abend sprengen. Es wäre mehr als eine Stunde, wenn ich jeden einzeln nennen wollte. Nehmt alles nur in allem. So viel Prominenz. Ich hoffe, dass es trotzdem ein fröhlicher Abend wird. Es ist ja nicht... Ja, es ist ja. Na also, es geht doch, nicht? Ich meine, es ist ja nichts schwieriger, als vor, auch vor vielen Kollegen, vor so viel Prominenz. Weißt du, sag mal, hier, komm, prominent bin ich selber, halt die Klappe, komm, mach weiter. Ich weiß doch, wie ich bin. Nun, meine Damen und Herren, ich hatte, Sie werden jetzt sagen, warum muss der gerade mit Rühmann? Ich habe mit ihm vor genau 42 Jahren gespielt. Ich hatte das Vergnügen, ihn vor 42 Jahren auf diesen meinen immer noch starken Armen in eine psychiatrische Klinik zu tragen. Das war in dem Stück Mein Freund Harvey, was ja damals viel gespurt wurde. Heinz Rühmer, das hat er sicher alles vergessen. Er hatte damals eine 1,5 Jahre nach der Währungsreform eine Abendgage von 500 Mark.
Ich hatte 600. Im Monat. Ja. Was glauben Sie, wie schwer es die Theater damals hatten? Und da muss ich sagen, kollegialer konnte man nicht sein. Es war vielleicht auch ein bisschen Bodyguard. Ich war ein ganz junger Schauspieler, mich kannte doch keine Katze. Er war der große Heinz Rühmann, war damals 48 Jahre alt. Der große Heinz Rühmann, es war also ein Glück. Und abends sagte er, cool, gehst du mit, ne? Hast du ein beides Kreuz, hatte ich damals schon weniger Bauch, aber wie Kreuz. Können Sie bitte davor setzen, denn wie jeder Mensch, der andere zum Lachen bringt, zumindest freiwillig zum Lachen bringt, hasst er es, wenn man ihn angesprochen hat. Und dann kamen die Leute, oh, Herr Rüber, mach doch mal einen Witz. Nicht? Ne? Ich bin in Ruhe lassen, ja. Habe heute Abend schon meine Arbeit gemacht, möchte jetzt gleich im Eindringen. Ne? Und da musste ich mich immer davor setzen, das weiß ich noch wie heute, und ihn abschirmen. Und dadurch habe ich meine ersten Kenntnisse erworben, was französische Rotweine angeht. Bin ich mir heute noch dafür dankbar. Aber zur Sache. Für die, die immer noch nicht kapiert haben, was wir machen, steht hier, das ist er nicht gewesen, sondern etwas jünger. Das war sein erster Film 1926. Der Film hieß Das deutsche Mutterherz. Das gab es damals auch schon. Dass Leute meinen, das wäre ein bisschen anders als andere Herzen. Das hat ja auch keine schönen Folgen gezeitigt. Klingt so wie die Habilitationsschrift eines Kardiologen. Und in diesem Film, lässt mal bleiben die Kollegen draußen, Politiker kommen nur noch. Und in diesem Film, man muss sich vorstellen, Fehlbesetzungen waren ja immer eine Spezialität des Films. Das ist klar, das wissen wir. Das bleibt nicht aus. Aber Heinz Rühmann als einen Sohn zu besetzen, der seine Mutter verprügelt, das ist schon rein theoretisch gar nicht möglich. Und wir zeigen jetzt Paulchen Kuhn. Paul Kuhn, wollen wir auch schnell begrüßen. Paulchen, mach deinen Knick. Es war ein Stummfilm und da braucht man natürlich den Mann am Klavier. Na? Na, wer hat das noch nicht gesagt? Naja, also ich muss sagen, da haben wir ihn wohl gerade in einer Kampfpause erwischt, nicht wahr? Die Mutter kommt ja noch ganz gut weg. Deutschlands jüngster, ältester Schauspieler und Deutschlands ältester, junger Schauspieler. Es ist mir wirklich, ich wiederhole mich, aber ich tue es gerne, eine große Freude und eine Ehre. Heinz Rühmann. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf mich zurückziehen. Wir können das eine halbe Stunde machen und das Abend beendet. Ja. Setzen Sie sich. Sie sollen sich setzen. Meine Damen, ich danke Ihnen für den jubelnden Empfang und stelle fest, dass ich bei Ihnen mehr belebt bin als bei meinen Schülern. Ich habe mich leider etwas verspätet, aber nach den Grundsätzen meines von mir fehlbeachteten Bohrs, die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung der höheren Lehranstalten, muss die Gerechtigkeit auch gegen den Lehrer stattfinden. Ackermann, schreiben Sie daher ins Klassenbuch, Professor Schnauz erhält eine Stunde Arrest wegen unentschuldigten Zu-spät-Kommens
Radium, Radium ist ein zweiwertiges Element, welches die Eigenschaft hat, im Dunkeln zu leuchten. Sie bodenloser Frechling! Machen Sie, dass Sie hinauskommen! Ich setze Sie vor die Tür! Ackermann! Holen Sie die Polizei! Lock, rufen Sie die Feuerwehr! Lieber Herr Rühmann, ich darf Sie in dieser einzigartigen, erstmals errichteten Loge auf der Bühne unseres Theaters begrüßen. Selbst der Prinzregent, der musste da hinten in der Königsloge verharren. Sie präsidieren hier mit Ihrer Frau in dem Theater, für das Sie so viel getan haben. Hier haben Sie Herrn von Possart vorgesprochen, der Ihnen den Rat gab, nie Schauspieler zu werden. So kompetent sind Fachleute. Hier sitzen alle Ihre Freunde, aber auch Kritiker, Ihre Kollegen vom Köpenick, vom Hausmeister. Alle gratulieren, alle, auch die, die heute mit Ihnen Geburtstag haben. Heute grüßt Sie ganz München, nein, ganz Deutschland, nein, Europa schaut zu. Dort sehe ich lachende und weinende Augen, die Sie erwirkt haben. Hier ist Tragödie und Komödie vereint. Die Masken sind durch Sie deckungsgleich geworden. Sie sind ein Beispiel für alle, die Theater ernst, aber nicht ideologisch nehmen. Die wissen, dass Theaterspielen auch etwas mit Disziplin, mit Vorbereitung und mit Freude zu tun hat. Ein Beispiel, wie schwer die Leichtigkeit des Seins herzustellen ist. Ein Beispiel, dass Spielen nie nebenbei betrieben werden kann. Durch Ihr Beispiel sind Sie, von dem es so viele Bilder gibt, zum Vorbild geworden. Friedrich Schiller bezieht es ganz bestimmt auf Sie, wenn er sagt, wenn wir Lustspiel und Trauerspiel nach dem Maß der erreichten Wirkung einschätzen, so wird die Erfahrung dem Ersten den Vorzug geben. Aber auch das Lustspiel war Ihnen nie nur zur Lust. Ihre Clowns verdrückten immer eine Träne der verspielten Lust. Und keinen ließ der Clown in sein Herz hineinschauen. Sie waren nie nur Schauspieler, Sie waren auch ein verkappter Pädagoge, ein einfühlsamer Familientherapeut. Sie wissen, dass Kränkungen krank machen. Aber Sie haben uns immer gelehrt, dass es sich dennoch lohnt zu leben, dass man trotz allem noch lachen kann. In Ihr Wappen gehört der Wahlspruch, Ridendo corrigo mores, auch durch Lachen wird die Welt verändert. Wir warten immer noch mit Fritz Kortner auf Godot. Aber Sie wissen in Ihrer bescheidenen Weisheit schon etwas mehr von ihm. Ihre Biografie heißt Das war's. Und wir spüren dabei den Schattenflug eines leicht resignativen Abgesangs. Ja, sicherlich war's das. Aber es ist doch noch. Und vieles, vieles wird bleiben. Nie habe ich hoffnungslosere Augen. Nie hoffnungsvollere Augen gesehen. Ihr Ausdruck war immer entwaffnend.
Sie haben uns die Streitaxt aus der Hand genommen. Durch Schmunzeln, Betroffenheit und Rührung. Sie haben uns Menschen begriffen, in unserer Dummheit und in unserem Ernst, in unserer Fröhlichkeit und Spielfreude. Sie waren nie nur ein Rührmann, Sie waren immer Heinz Rühmann und mehr. Danke. Meine Damen und Herren, ich habe etwas wieder gut zu machen. Liebe gnädige Frau, Sie sind, wie schon oft sicher, im Applaus Ihres Mannes untergegangen, als ich Sie ansagen wollte. Nun, eine kluge Frau geht ja im Applaus des prominenten Mannes nicht unter, sondern sie sorgt noch unter Wasser dafür, dass er schwimmfähig bleibt. Aber es ist mir ein besonders Ehre und Vergnügen, Sie ganz schnell noch begrüßen zu dürfen. Frau Hertha Rühmann, guten Abend, Frau. Tut mir leid, aber es ging nicht. So. Ich meine, bevor man mich mal auch zu Unrecht einen Flegel nennt. Was ich aber nett finde, ist, dass die Direktion, dort ist noch etwas fortgeschritten, alles für Herrn Rühmann, auch auf einen Moderator Rücksicht nimmt, der auch bereits bald das 72. Lebensjahr hineinschlittern wird, wenn Gott will. Ich freue mich, auf dem Sofa meiner Großmutter Platz zu nehmen. Und ich denke auch an meine Oma. Sie ist 1944 gestorben. Jetzt werden Sie mit Recht sagen, wen interessiert das? Ja, mich hat es damals schon sehr interessiert. Mich hat es vor allen Dingen interessiert, ich habe mit ihr zusammen diesen Film, den Sie erkannt haben, Die drei von der Tankstelle, gesehen. Das war Anfang der 30er Jahre. Oskar Kahlweis, Willy Fritsch und natürlich, last but not least, Heinz Rühmann. Nun, das war meine Großmutter. Sie war ein Fan. Meine Mutter liebte ihn sogar. Rühmann, das war so. Wo er das hergenommen hat, weiß ich nicht. Man hat über ihn gelacht. Gut, man hat, ich gebe zu, viel mit den Herzmuskeln auch gelacht und nicht nur mit den Lachmuskeln. Aber er könnte doch sagen, Gott, das war doch kein Hans Albers oder Clark Gable. Er muss irgendwas haben, da bin ich noch nicht hintergekommen, vielleicht merke ich es heute Abend, mit den Damen. Die waren also meine Schwiegermutter. Von meiner Frau nicht zu reden. Ich sage es nur deshalb. Großmutter, Mutter, ich natürlich, logischerweise, als Kollege ist das ja auch noch nicht so toll, meine Frau, meine Kinder, sind ja nur auch schon aus dem Schneider, nicht wahr? Aber auch der Herr Facharzt rast da heute noch hin. Und jetzt kommt das Tolle, meine Enkel. Ich habe deren mehrere, der Älteste ist 15. Und dieser Bengel hat zwei Lieblinge im Fernsehen. Das ist Elvis Presley, ist nicht gelogen. Elvis Presley und Heinz Rühmann. Jetzt überlasse ich das also einem Psychologen,
rauszukriegen, was die beiden gemeinsam haben, dass ein junger Mensch, der ja völlig, wirklich ja völlig unvoreingenommen an die Dinge rangeht, der sagt, das gefällt mir nicht, denen gefallen, wie gesagt, Presley und Rühmann. Vielleicht, weil sie so ehrlich immer waren. Das kann man dem Presley nicht absprechen. Trotz Fettsucht und Drogensucht, allen, er war immer ehrlich, seine Ausstrahlung. Das muss es vielleicht sein. Ich weiß es nicht. Der Worte sind genug gewechselt, nur sind das bis jetzt 5 Generationen. Und wie ich meine fruchtbare Familie kenne, wenn er in ein paar Jahren auch schon einen Urenkel sagen, kann ich mal Rühmann sehen. Das ist dann die 6. Generation. Das ist einmalig. Drum, ich sage immer Heinz Rühmann, das ist jenseits der Neidgrenze. Nee? Mario Simmel ist ja nicht neidisch oder eifersüchtig auf Dostojewski. Nee? Und ein... Ja, ich meine... Und ein normaler Komödiant sagt doch nicht, na Rühmann, das will ich auch nicht, so gut ist er ja gar nicht. Wenn ich nicht damals krank gewesen wäre, dann hätte ich... Nein, Rühmann schwebt über allem, kann alles, darf alles, weiß alles. Herrlich, eine einmalige Herr. Und jetzt muss aber weitergehen, kriegst sowieso geschimpft, du redest wieder zu viel, aber ich habe es Ihnen eingangs schon angedroht. Der Hauptmann von Köpenick, habe ich leider nicht mit ihm gespielt, obgleich ich 4 Rollen noch gespielt. Der Hauptmann von Köpenick, vielleicht einer, gut, man kann sagen, der größte Erfolg, nein, das war der Spiel, nein, das war der Bruchpilot, nein, ich habe am besten und so, mehr kann man nicht verlangen, dass also jeder Film der Beste war. Aber einer der wirklich allerbesten, da war aber auch schon wieder ein paar Takte älter, da war schon der jugendliche Komiker, da wurde da schon der Charakterkomiker, da wurde da schon der Charakterspieler und der unvergessene Helmut Keutner hat ihn dann geholt für Zuckmeyers Hauptmann von Köpenick. Und darin ist eine ganz, ganz rührende Szene, ein junges Mädchen, lungenkrankes Mädchen, erschrickt man schon, nicht, aber ein lungenkrankes Mädchen und der alte Schuster Vogt, der, wie Sie wissen ja, aus dem Knast kam, keine Arbeit hatte und deshalb keine Aufenthaltsgenehmigung bekam. Und eine Aufenthaltsgenehmigung bekam man nur, wenn man Arbeit nachweisen konnte. Das war das noch schlimmer als heute. Heute können Sie Aufenthaltsgenehmigung haben, einen Pass haben und trotzdem keine Arbeit. Und heute können Sie auch hier sein, ohne Aufenthaltsgenehmigung und haben trotzdem Schwarzarbeit. Also wir sind da schon sehr viel weiter. Das Einzige, was einem heute noch, aber das gilt ja nur für höhere Schaden passieren kann, ist ein falsches Parteibuch. Nur gut, das kann man wechseln. Nun, jetzt wollen wir, also, ja Sie nicht mehr, jetzt, und jetzt, meine Herren, schauen wir uns eine, für mich eine der gelungensten Szenen aus Hauptmann von Köpenick mit Edith Hanke. Weiterhin so viel Vergnügen wie bisher. Dankeschön. Bitte. Schön singen Sie. Schön, ne? Onkel Wilhelm, bist du viel rumgekommen in der Welt? Ja, doch mächtig. Die sesshafte Lebensweise hat man nie recht zugesagt. Einmal bin ich über das böhmische Riesengebirge her. Das ist ja gut. Ich war mal in den Mickelberge, aber da war ich noch klein. Ach, der Mickelberge, der zieht ja am Maulwurfshaufen. Da hüpft ja ein Floh rüber, wenn er ein bisschen aufgeregt ist. Nee, Kind, was so wirklich hohe Berge sind, das kannst du ja nicht ausdenken. So mächtig hoch sind die, höher als die Wolken. Da hast du droben schönsten Sonnenschein. Unten regnet. Und über die Wolken? Ist da immer Sonne? Na sicher. Wie ist denn da nicht kalt? Kalt. So nah bei der Sonne. Onkel Willi, da möchte ich auch mal hin. Ich nehme dich mit, wenn ich wieder rummache. Wirklich? Musste nur erst gesund werden. Musste. Oh, jetzt haben sie auch viel gehört. Guten Abend, lieber Herr Rühmann, gnädige Frau. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ich weiß gar nicht, warum ich hier dauernd einen Knicks mache, aber wahrscheinlich, weil ich mich da eben oben gesehen habe. So jung war ich damals, 1956. Ich war ein Jahr verheiratet und glücklich, dass man mich zu Probeaufnahmen eingeladen hat. Ihnen, lieber Herr Röhmann, hatte ich diese Rolle zu verdanken und ich habe es niemals vergessen. Ich bin noch ein zweites Mal zu Probeaufnahmen gefahren und dann kam ich endlich ins Bett in Hamburg im Atelier. Der große Helmut Keutner stand neben der Kamera und ich hatte nur Angst, dass ich auch wirklich alles richtig mache. Die Scheinwerfer gingen an und dann hieß es Ton ab, Ton läuft und ich dachte, jetzt wird gleich der Tonmeister abbrechen und sagen, wir können nicht drehen. Ich höre da immer ein Klopfen. Ich glaube, das kommt vom Herz der kleinen Hanke. Können wir das nicht abschalten? Aber Gott sei Dank hat er das nicht gesagt. Die Kamera lief, Herr Rühmann fing an zu spielen und dann war alles ganz einfach. Und nach dieser Aufnahme war es still. Sehr lange, ganz still im Atelier. Und ich war glücklich, dass ich bei dieser Szene dabei sein durfte. Ich dachte, es wäre die beste aus dem Film, aber da habe ich mich geirrt. Denn von Anfang bis zum Ende war jede Szene stark und wunderbar. Wollen Sie mir doch die Form nochmal an. Ja, gern, wenn Sie Ihnen Freude machen. Ja. Gestatten, Herr Hauptmann? Ach nee, nicht doch, nicht doch. Es geht ja schon. So, danke. Ist es schön? Ja. Das ist ja großartig. Ja. Das fährt einem in den Knochen. Was? Da steht man vor sich selber stramm, was? Ja. Danke, rühren. Meine Herren, das ist die schönste Stunde meiner 30-jährigen Dienstzeit. Herr Präsident, ich hätte Ihnen eine Bitte. Na, was denn? Könnte ich vielleicht mal einen Spiegel haben? Los. Ich habe nämlich noch nie in Uniform gesehen. Nee? Nur nee. Selbstverständlich. Ja, da möchte ich mich aber vorher erst noch mal stärken. Ja, komm. Ja. Danke. Na, den Vorwärtsmarsch. Also, meine Herren, wenn oben Kühli, Bröllchen, an Bord ein Spiegel gewesen wäre, dann wäre das nie passiert. Ja, lass aber den Nacken. Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen einen Gratulanten ansagen. Es ist mir ein Bedürfnis, ihn anzusagen. Der hat sich nicht in die Herzen hineingespielt, er hat sich in unser aller Herzen hineingekämpft. Ein Mann, und da sind Parallelen, mögen Sie sonst nicht da sein, da sind Parallelen, den heute, ich behaupte, schon Ungeborene kennen. Kaum sind Sie auf der Welt, werden Sie seinen Namen auch gelehrt bekommen und Sie werden zu der Riesenmillionenschar weltweit gehören. Ja, der. Jetzt kann man sagen, wie kriege ich den am schnellsten auf die Bühne? Dann wissen Sie auch, wer es ist. Wenn der Gong ertönt, war er immer rechtzeitig da. Max Schmeling. Lieber Heinz, wir kennen uns jetzt über 60 Jahre. Aus dieser damaligen noch Bekanntschaft ist eine echte Freundschaft geworden. Ich bin glücklich darüber und stolz. Als unsere Karriere läuft ein wenig parallel. Die erste Hälfte der 20er Jahre, also von 1920 bis 1925, ging es uns beiden nicht besonders gut. Du hattest keine Erfolge und ich habe ungefähr für 20 Mark oder für 30 oder 40 Mark geboxt.
Aber nachher hattest du Erfolge und ich hatte auch Erfolge. Und als du die 300 Tankstelle gemacht hast mit Willy Fritsch, da war ich in Amerika und wurde Weltmeister. Bin 2 Jahre Weltmeister gewesen. Aber ein anderer, der war noch länger Weltmeister. Und zwar Heinz Rühmann wurde Weltmeister der Freude. Du bist der Mann, der die Freude erfunden hat. Und du hast die Menschen fasziniert. Du hast sie zum Weinen gebracht, sie zum Lachen gebracht. Und dieser Mann, der das fertig brachte, mit dem bin ich befreundet. Das ist eine große Ade für mich, etwas ganz Tolles. Wir haben uns unterhalten, sehr oft ernste Gespräche geführt, auch leichte Gespräche, auch über Filme. Die Anni hat ja mit dir einen Film gemacht, sie war ja deine Partnerin im Gastmann. Und wir haben auch über Boxen gesprochen. Ich wusste, dass du nicht so ein großer Freund bist von Boxen. Es war gar nicht so einfach, dich zu überzeugen. Ist mir wahrscheinlich auch nie gelungen. Aber in Erinnerung dieser Gespräche, die wir geführt haben über Boxen, habe ich dir ein paar Handschuhe mitgebracht. Und wenn du mal aufhörst, selber aktiv zu sein, dann hängen sie an die Wand, nicht wahr? Und an deinem Nagel. Heinz, heute ist ein großer Tag, auch für uns, dein Geburtstag. Du hast viele Schreiben bekommen, bist vielfach und gratuliert worden und es war unendlich. Ich kann mich nur noch all diesen Dingen anschließen und kann euch, dir und deiner Hertha alles Gute wünschen für die Zukunft. Und ich hoffe, die Zukunft sind noch viele Geburtstage, viel Gesundheit euch beiden. Heinz, wir brauchen dich noch. Wenn mein Freund Max Schmieding das kann, kann ich das auch. Wir sind ja die gleiche Gewichtsklasse. Ja. Lieber Heinz Rühmann, ich freue mich und bin glücklich, heute Abend hier auf Ihrem Geburtstag zu sein. Ich grüße Sie, ganz Köln grüßt Sie, ich grüße Sie besonders herzlich. Und ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht, das ist eine Flasche Armagnac. Sie werden sagen, Armagnac ist Cognac, natürlich. Ja. Aber das ist nun ein ganz besonderer Cognac. Schauen Sie aufs Etikett. Mhm. Da ist Ihr Geburtsdatum drauf. Ja. Armagnac 1902. Mhm. Der ist sehr gut und noch gut erhalten, genauso wie Sie. Und er wird dann noch weiter gedeihen und weiter arbeiten und spielen und tun, genau wie Sie. Vielen tausend Dank. Alles, alles Liebe. Ihnen auch. Danke. Danke. Dankeschön. Bitte schön. Brech die Herzen der stolzesten Frau, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Ihr braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Thank you.
Ihnen stehen heute die stolzesten Frauen, denn wir waren alle einmal Ihre Partnerin. Und Ihnen nur mal beim Drehen zuzuschauen, war schon ein Gewinn. Bei Ihnen stimmt jedes Wort, Ihr Blick. Wir konnten alle viel von Ihnen profitieren. Wir sagen danke, Herr Rühmann, viel Glück und gratulieren. Doch von dem Film kommt jetzt noch mehr und darauf freuen wir uns alle sehr. Schauen Sie doch bitte noch einmal her. Heinz Rühmann singt und tanzt, als wäre er ein Sohn von Fred Astaire. Ich brech die Herzen stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon. Was wir damit, möchten Sie hier bleiben? Danke sehr. Vielen Dank, meine Damen. Die Lupus hier nicht noch. Meine Damen und Herren, deutsch-russische Freundschaften sind älter als zur Zeit des großen Peter. Wir erleben das ja jetzt auch gerade wieder hier. Und das hat sich ja eigentlich auch immer ganz positiv an- und ausgelassen. Ich meine, vor 2 Jahren war der Bundeskanzler ganz froh über seinen Michael. Und ich habe das ganz starke Gefühl, der ist heute sehr froh, dass er hier seinen Helmut hat. Und etwas Ähnliches hat es immer schon. Der große russische Clown Oleg Popow war einmal hier und Stars in der Manege. Und da schlossen auch 2 große prominente Deutsche eine Freundschaft, nämlich Heinz Rühmann mit Oleg Popow. Und wir sehen sie jetzt beide zusammen in einer kleinen Szene. Der große Clown, der große Komödiant. Und da ist plötzlich der Unterschied gar nicht mehr so groß, wenn die Nasen stimmen. Nun, anschließend wollten wir, das sage ich Ihnen, Herr Rühmann, wir haben den Oleg Popow eingeladen, aber er ist, und das werden Sie verstehen, auf Tournee und in Südfrankreich hat heute Doppelvorstellung, da freut sich jeder Schauspieler immer ganz besonders, Doppelvorstellung, er kann nicht kommen, aber er sagt Ihnen gleich einen Gruß in Russisch, Helmut Kohl ist so nett, übersetzt das dann. Oleg Popow. Thank you.
Sehr verehrter Heinz Rühmann, ich danke Ihnen sehr für die Einladung zu Ihrem Geburtstag, die ich soeben per Fallschirm erhalten habe. Aber leider bin ich verhindert. Sie sehen ja, ich habe Vorstellung. Mein Partner, der Sonnenstrahl und ich, wir denken oft an unser gemeinsames Auftreten in München im Zirkus. Erinnern Sie sich auch so gern daran wie wir? Ich wünsche Ihnen viel, viel Freude und mein Freund, der Sonnenstrahl, wünscht, dass es Ihnen immer warm ums Herz ist. Ihr Oleg. Lieber Heinz Rühmann, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich bei der Feier hier nicht störe, dann bitte ich für 3 Minuten um Gehör. Vor Ihnen steht heute Abend nicht der Sänger, der auch schon ein paar Filme drehte, denn vor Ihnen steht, nein, ich verschweig's nicht länger, ein Fan, Ihr Fan. Ich war es schon als Schüler, ich fing früh an, ging gern ins Kino, ganz besonders wenn es dort mal einen Film gab mit Heinz Rühmann. So wurde ich Fan. Sie spielen eine Rolle, und schon glaubt man, sie sind es, sind der heimatlose Hauptmann von Köpenick, sind Quacks der Bruchbill und der Hungrige sind sie und auch der Satte, sind Rabbi, Pauker, Gasmann, Mustergatte. Sie sind pfiffig, schüchtern, frech und ganz devot, nicht wahr? Sie wurden mit dem Alter immer weiser, jedoch im Herzen jünger als ein Twang. Wer wird denn da ein bisschen heiser? Na, wer schon? Ihr Fan. So mancher wäre gerne ein Heinz Rühmann, und viele haben's schon jahrelang geübt. Doch leider merkt man jedem gleich die Mühe an, die er sich gibt. Denn Gott verleiht Begabung hier auf Erden. Kaum einer wurde so reich beschenkt wie Sie. Und viele könnten viel von Ihnen lernen. Sie erreichen nie. Sie haben mich ein Leben lang begleitet und immer wieder Freude mir bereitet. Mich froh gestimmt war ich mal ganz, Paul, was war ich? Vergrämt. Vergrämt, ja. War ich mal ganz vergrämt. Bei manchen Szenen kamen mir die Tränen. Jedoch ich habe, also, das möchte ich noch erwähnen, mich meiner Tränen und des Lachens nie geschämt. Und wenn ich jetzt hier von der Bühne wandle, dann bin ich stolz, ich dürfte heute hier stehen. Nur Gutes wünscht Fan Peter Alexander und freut sich heute schon auf ein Wiedersehen.
etwas mitzuteilen. Nichts liegt mir ferner, als Ihr Können zu bezweifeln. Es ist nur... Ich tue, was ich kann. Ich möchte nur daran erinnern, ich bin hier als Organist angestellt und nicht als Wundertäter. Ja, 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 das Harmonium ist schuld. Aber seien wir ehrlich, Weber. Es ist kaum 2 Monate her, da wurde das Instrument gründlichst überholt und gestimmt. Das Problem ist ja nicht musikalischer Art. Sondern? Animalischer. Wie? Holzwürmer. Wenn Sie mich fragen, dann hält das alte Ding nur deshalb noch zusammen, weil sich die Holzwürmer gegenseitig fest umschlungen halten. Das heißt also, alle Probleme wären mit einer neuen Orgel gelöst. Natürlich. Aber eine neue Orgel ist ja finanziell nicht tragbar. Nicht mehr. Wissen Sie, Frau Humpert, die liebe alte Dame, vorigen Monat verstorben. Friede ihrer Seele. Saß immer oben auf der Empore, ganz in meiner Nähe. Eine Musikfreundin scheint's, die Gute. Die Gute war stocktaub. Ah ja, richtig, die Arme. Nur so arm war sie nur wieder nicht, hat ihren Zustand mitunter als wahren Segen empfunden. Etwa bei sehr langen Predigten. Hingegen hätte sie mich für ihr Leben gern spielen gehört. Sehen Sie, das könnte vielleicht der Grund für die Schenkung sein. Was für eine Schenkung? Frau Humpert, stellen Sie sich vor, hat der Kirchhohn also sehr viel Geld hinterlassen. Für eine Orgel, die Sie sich, lieber Herr Weber, schon seit Jahren wünschen. Und Sie sollen die schönste und größte kriegen, die man für das Geld kaufen kann. Ja, aber Herr Pastor, wir sind doch nur eine kleine Dorfkirche. Ziemt uns das? Ach, aber Herr Weber, ich habe einen Wink bekommen. Einen Wink von oben. Man erwägt, mich zu Höherem abzuberufen. Verstehe ich nicht. Sie sehen noch ganz gesund aus. Nein, nein. Nicht so. Ich meine, ich glaube, man denkt an mich im Hinblick auf einen Schritt vorwärts, aufwärts in der Hierarchie. Ja. Lieber Herr Rühmann, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Geburtstag und mir natürlich nachträglich zu meinem Organisten. Die Arbeit war sehr harmonisch, die einzigen Disharmonien verursachten das Harmonium. Naja, obwohl ich schon damals mit Leib und Seele dabei war, habe ich dann doch die Kirche gewechselt. Ja, erinnern Sie sich noch an unsere erste Zusammenarbeit? Maigret und sein größter Fall, hieß der Film. Ja, da oben sind wir alle zu sehen. Ja. Damals haben Sie mir sehr imponiert. Das heißt, imponiert haben Sie mir natürlich immer schon, aber damals ganz besonders. Sie hatten sich während der Dreharbeiten an einer Gesichtshälfte verletzt und konnten nur von vorne aufgenommen werden. Ja, und das war gar nicht so einfach, denn der Film musste ja weitergehen. Und Sie haben weitergemacht. Und Sie haben natürlich schon immer Profil gezeigt, aber diesmal mussten Sie es. Ja. Später im Kino hat das natürlich keiner gemerkt. Aber von all den vielen herrlichen Filmen, die Sie uns geschenkt haben in den vielen Jahren, ist einer eine ganz besondere Kostbarkeit. Der brave Soldat Schweig. Ich weiß, Herr Rühmann, der Schweig war Ihre Traumrolle und Sie waren traumhaft gut. Besonders am Ende, als es beinahe zu Ende ging mit dem Schweig. Dankeschön. Die Herrschaften geschaffen, ich habe doch noch einen letzten Wunsch. Ich möchte mir meine Militärnummer auswendig merken. Der Feldwebel Wanjek hat im Militärlazarett eine Ansprache gehalten und hat gesagt, ihr Dreckschweine, glaubt ja nicht, dass ihr vom Militär loskommt, wenn ihr abkratzt. Wo ihr hinkommt, da gibt es auch Militär. Da wird ihr geschliffen, dass es nur so raucht. Dagegen ist das hier Honig lecken. Ich möchte auf alle Fälle für da oben meine Standnummer wissen. Für solche Fälle erspart man sich herrlich unnötige Scherereien. 1, 2, 8, 3, 5, 4, 6.
Eine Lokomotive in Petschek an der Bahn am 16er Gleis hat die Nummer 4268 gehabt. Man hat sie wegschleppen sollen nach Lissa an der Elbe ins Depot zur Reparatur, aber sie ist nicht so leicht gegangen, weil der Lokomotivführer ein sehr schlechtes Gedächtnis auf Nummern gehabt hat. Da hat ihm der Streckenmeister gesagt, hören Sie, wann Sie so schwach auf Nummern sind, werde ich Ihnen zeigen, dass es sehr leicht ist, sie jede Nummer zu merken. Also schauen Sie, die Lokomotive hat die Nummer 4268, also geben Sie acht. Die erste Ziffer ist ein Vierer, die zweite ein Zweier, also merken Sie sich schon 4-2. Das ist von vorn 4 geteilt durch 2 und wieder haben Sie 4 und 2 nebeneinander. Und wie viel ist 4 mal 2? 8, nicht wahr? Also graben Sie sich ins Gedächtnis ein, dass der Achter, was hier Nummer 4268 ist, der letzte in der Reihe ist. Und nun merken Sie noch auf irgendeine gescheite Weise die 6, was vor der 8 kommt, das ist schrecklich einfach. Die erste Ziffer ist ein Vierer, die zweite ein Zweier, 4 und 2 ist 6. Also erschrecken Sie nicht, da sind Sie schon wieder. Die letzte vom Ende ist eine 6 und schon schwindet uns die Reihenfolge der Ziffern nie mehr aus dem Gedächtnis. Wir haben die Nummer 4268 jetzt im Kopf. Aber Sie können zum selben Resultat auch noch leichter kommen. Schluss jetzt! An die Wand stellen! Fertig! Gleich ist auch mit dem Dividieren. Wir rechnen uns den Koeffizienten nach dem Zolltarif aus. Aber der Mann hat einen Fehler gemacht. Herr Oberleutnant! Kommen Sie schnell! Friede! Es ist Friede! Was Sie nicht sagen, Herr Pfarrer. Und weiß man schon beiläufig, wer gewonnen hat? Er hat gewonnen. Das waren noch Kriege. Ja, man weiß übrigens auch nicht beiläufig, wer da gewinnen wird. Aber davon abgesehen, ein Garstig-Lied, Goethe geht immer, politisch Lied, ein Garstig-Lied. Jeder Schauspieler, ich meine jetzt auch die Frauen, hat irgendwo im tiefsten Innern so einen Drang, etwas ganz Besonderes mal zu sein, was er sonst nicht ist. Ich mache das ganz kurz. Die Damen möchten, soweit ich das kenne, nach 50 Theaterjahren, wahnsinnig gerne alle mal irgendwo so ein bisschen im Rotlichtviertel angesiedelt sein. Möchten auch mal zeigen, dass sie verrucht sind, wenn sie wirklich wollten. Würdest du dich wundern, mein Junge, was in mir steckt. Diese Rollen sind sehr beliebt. Und jeder Mann möchte irgendwann ein Clown sein. Möchte mal zeigen, wie, dass er gar nicht so glücklich ist, wie sie alle denken. Dass er voller Weltschmerz ist, voller Toleranz, voller Weisheit. Und so, dass ihn keiner erkennt. Das ist eine wunderbare Sache, ein Clown zu sein. Heinz Rühmann hat so fast jeden Wunsch erfüllt bekommen, was Theater und Film anbelangt in seinem Leben. Und diesen Wunsch, ein großer Clown zu sein, in der Manege zu stehen und sein Herz so weit zu zeigen, als ein Clown ein Herz zeigt. Und das schauen wir uns jetzt an, der Jubilar selbst, ein Clown. Als Kind, da hat er schon getanzt auf dem Seil. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Er ist auf dem Pony geritten, wie ein Pfeil. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Er wollte alle Menschen immer lachen machen. Und machte er selber auch ein trauriges Gesicht. Und er konnte auch die komischen Sachen machen. Aber selber gelacht hat er nicht. Der Clown war immer lustig anzuschauen. Doch keinen ließ der Clown in sein Herz hineinschauen. Dann trieb ihn das Leben hinaus in die Welt. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Sein Zuhause, seine Heimat, das war das Zirkuszelt.
Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Er stand im Scheinwerferlicht und das Publikum lachte. Er lebte von Flitter, von Glanz und Applaus. Doch je schneller er die große Karriere machte, umso einsamer sah es in ihm aus. Der Clown war immer lustig anzuschauen. Doch keinen ließ der Clown in sein Herz hineinschauen. Er wurde alt und dann ging's nicht mehr so. Hoppla hopp, hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Seine Füße wurden kalt und er fror im Trikot. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Und hinter ihm liegt nun ein langes Leben. Bald wird sie verstummt sein, die Zirkusmelodie. Er hat Millionen das Lachen gegeben, aber selber gelacht hat er nie. Der Clown war immer lustig anzuschauen. Doch keinen ließ der Clown in sein Herz hineinschauen. Meine Damen und Herren, was wäre eine Geburtstagsfeier ohne Geburtstagsständchen? Besonders, wo wir so viele hervorragende Sängerinnen unter uns wissen. Schau, wir haben aus Amerika viel übernommen. Ich meine, wir gehen heute zum Haarstylisten, wir gehen in den Men's Shop, nicht wahr? Wir kaufen unsere Blumen im Flower Center etc. Aber eins war gar nicht so schlecht. Happy Birthday to you. Wir singen das, weil ja auch Österreich und die Schweiz angeschlossen ist, zuerst in englischer Sprache, wegen der Verständigung. Und dann natürlich auch den deutschen Text. Herzlichen Glückwunsch, lieber Heinz, ja? Die Tonart wählt Paulchen Kuhn. Und ich muss mit dem Politiker, so wie Politiker sehe, muss ich immer sagen, ich muss einen Satz von Ihnen mir ausleihen. Meine Damen und Herren, wir brauchen jede Stimme. Ja? Also, Paulchen. Auf geht's.
Meine Damen, es ist erlaubt, dass Herr Rühmann auch ein paar Worte sagt. Bitte um Gehör. Bitte, Herr Rühmann. Ich möchte Ihnen zuerst guten Abend sagen, wie sich das gehört, und mich herzlich bedanken für Ihren Empfang. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen auch von ganzem Herzen. Ich habe so etwas nicht erwartet und ich fand es wunderbar und danke Ihnen für alles. Und ich kam auf eine Idee, während Sie noch vorhin agiert haben, da dachte ich mir, das muss man doch nicht nur für einmal machen, das kann man doch vielleicht wiederholen. Auch die... Und ich möchte Sie bitten, sich vorzunehmen, nichts für das Jahr 1997, in 5 Jahren. Da wäre eine Möglichkeit, das zu wiederholen und mir noch einmal diese große Freude zu machen, die Sie mir gemacht haben. Wenn wir alle gesund bleiben, müsste das auch eigentlich gelingen. Ich danke Ihnen und bis zum nächsten Mal. Verehrte Zuschauer, für den heutigen Tag haben wir uns ein ganz besonderes Fernsehspiel mit dem Jubilar ausgewählt, das nach einem Roman von Georges Simenon entstand und den Titel trägt »Es gibt noch Haselnusssträucher«. Hier verkörpert Heinz Rühmann einen einsam gewordenen Mensch, der unversehens mit den Problemen der Jugend konfrontiert wird.